Zittertag in Markus Wasmeyers Bauernhofmuseum am Schliersee. Über 100 Musiker aus aller Herren Ländern stellen ihr musikalisches Können unter Beweis. Der Skifahrer war schon als Kind so begeistert von der Zither, dass er nicht mehr ohne sie aus dem Haus wollte. Ich habe mit dem 9. Lebensjahr angefangen zum Zitherspielen und habe das eigentlich ja, aus Leidenschaft. Ich habe sogar beim Skifahren immer mal Zither dabei gehabt. Neuseeland, Australien, Fidschi, überall habe ich schon dabei gehabt. Die Leidenschaft für das Alpeninstrument ist Markus Wasmeyer bis heute geblieben. Auch wenn er das Fingerspitzengefühl, das man zum Zitherspielen unbedingt braucht, durch einen tragischen Unfall verloren hat. Ich habe die Ski auf der Schulter gehabt, bin am Parkplatz auf eine Eisplatte ausgerutscht. Der Ski ist von der Schulter runter und der hat sich von Stoppe ausgeklinkt und hat mir praktisch genau zwischen Handschuh und Anorak die komplette Versorgung. Nerven, Sehnen, Arterien, alles war ab. Blöd gelaufen. Nach seiner Karriere als Skifahrer hat sich Goldjunge Wasi mit aller Macht in den Aufbau seines Museums gestürzt. Drei komplette Bauernhöfe aus dem 18. Jahrhundert hat er am Schliersee errichtet und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, zum größten Teil in Eigenleistung. Den Hof da im Hintergrund, den habe ich also noch komplett alleine mit einem Helfer aufgebaut. Und natürlich, da ist alles ein bisschen größer geworden, habe ich meinen eigenen Bautrupp praktisch, also mit zwei Leuten Bautrupp. Und mit denen habe ich dann aufgebaut. Am heutigen Zittertag kümmert sich Mama Wasmeyer höchstpersönlich um die Verpflegung. Die Pflege urbayerischen Brauchtums ist für die Familie eine Herzensangelegenheit. Es gibt bei uns so viele Traditionen, die so weit zurück sind. Und so ein Gesang ist halt auch früher auf die Almen gesungen worden. Da hat es kein Radio gegeben, da hat es keinen Fernseher gegeben. Da haben sie unterhalten, Geschichten erzählt, zusammengesessen und gesungen. Und so wird's auch heute gehandhabt. Urgemütlich und mit einem Markus Wasmeyer, der sich der Magie seiner Zither einfach nicht entziehen kann.